Ja, servus und hallo zusammen. Willkommen zurück, liebe Abenteurer, hier bei Outward. Gemeinsam mit dem Alten an Tag 14. Howdy. Moin, Alte. 6 Uhr morgens. Wir wollen auf Expedition zum Fluxkompensator. Ausgeschlafen, gute Laune. Wir nehmen mit den Gewürztee. Für den Fall, dass kalt wird. Wir nehmen mit ein Alpha-Sandwich, falls wir Hunger kriegen. Wir nehmen mit 4 gekochte Fleisch, einfach so. Wenn wir es können. Und was noch? Einen gegrillten Lachs, oder? Ja. Okay, mehr nicht. Auf geht's. Raus hier. Es ist immer noch Winter. Wie vermutet. Ja, hat man ja. Schneider noch. Ich geh nochmal schnell was zu verkaufen. Ja. Ich habe auch noch so eine dumme Harpune oder keine Ahnung, was ich da gefunden habe. Was, eine Harpune? Nee, keine Harpune, sondern. Dreizack. Ja, genau. Fast das gleiche, ne? Ja. So, ich gehe wieder zu meinem komischen Handlix da. Was kann ich für dich tun? Da, nimm mal die Scheiße hier, weg damit, jawohl. Danke. 89 Silber habe ich, ey. Ich bin der arme Wurst. Alter, wo hängst du schon wieder rum? Komm mal. Hast du jetzt bei der Tante Alchemie-Gedöns gekauft? Nö. Nicht? Hä? Wer weiß. Soll ich? Nein, hier wird kein Geld verklempert. Das ist ja kein Geld Du hast 150 Klötze verklempert für diesen scheiß Leuchtturm. Hallo, wir haben den Leuchtturm behalten. Ja, da können wir die ganze Zeit... Wenn wir eine Quest gemacht hätten. Hätten wir aber nicht mehr gepackt in der Zeit. Das wisst ihr da gar nicht. Ja, ach Quatsch. Du hast dir nicht mal Mühe gegeben. Ja, von wegen. Ich habe wenigstens dafür gesorgt, du hast gesagt, scheiß auf den Leuchtturm. Hallo, wir haben hier so oft übernachtet, wir haben eine Lagertruhe. Sei froh, dass wir den Leuchtturm haben, ganz ehrlich. Ja. Alte, Leuchtturmwärter, du. Also zum Fluxkompensator. Übers Banditenlager oder geradeaus Huradigams? Nö, dann an der Kreuzung rechts weg davon. Banditenlager ist ja groß nix, ne? Ist das die Tote? Ja, das ist die Tote hier. Ich falle immer wieder drauf rein. Also, uns fehlt ja noch eine zweite Spule, um. Ach Quatsch, wir haben ja die scheiß Raumschreinigung. Südosten. Ich vergesse das jedes Mal. Konfluxgebirge, ja, ist hier, genau. Alter, du rennst schon wieder meilenweit voraus, ne? Zieh einen Finger, Junge. Hallo, ich bin krank. Oh! Ja, was ist denn da? Liegt eine Machete? Liegt ein Bandit? Da ist so ein Gubbel. Slash. Warum haust du den mit der Fackel? Das ist keine Fackel, das ist mein neuer Knüppel. Ah, der hat den Bluteneffekt drauf. Sehr gut. Da bleibst. Geh her, Vogel. Ja, Sampolotte, dann schleicht die da echt. Habe ich jetzt keinen Bock, hier die ganze Map hinterher zu rennen. Ich bin krank, ich muss mich schonen. Ehrlich. So, was hat er gesagt? Da lag ein Bandit. Da lag ein toter Bandit, ja. Ja, um den ist nicht schade, oder? Hätte ich gesagt. Nö. Sowas. Voll der mumifizierte Bandit. Ein braunen Gewürzkäfer. Ja, können wir lecker Tee brauen. Ich hab den Kochtopf dabei, alles gut. Da wärst du auch nochmal zurückgerannt jetzt. Nö. Ich habe ja den Tee mitgenommen. Sofern wir einen brauchen. Wie sieht's bei dir aus mit der Temperatur? Geht nach unten. Wie viel? Pass auf, rechts, Gubbel, Gubbel. Naja. Ja, Sapolot. Wir gnadenlos ihm einfach eine mitgibt, gell? Ja, da drüben ist das Banditenlager.
Der. Oh, oh jetzt rennt er da unten zu der Spinne, so ein Idiot. Zack. Zack. Und weggebasht. Zack. Ja, der ist echt nicht lustig, der Onkel. Nee. Na? Nee. Nee. Der versteht keinen Spaß. Da lachen wir nicht mehr. Moment, in den Teilen ist doch manchmal was drin hier, oder? Diese. Nee. Wir sind ja nicht in Seven Days, wo ein Honig da rauskommt. Nee, in manchen Baumstämmen findet man was. Da gab es auch mal einen Tipp. Okay. Da haben wir nochmal Bärchen da oben. Ich brauche hier eine bessere Beschilderung. Naja, das ist da oben, das muss dieser... Ich hab mal da oben, warte mal kurz, ich lauf mal kurz hier hoch. Jo, das muss der Fluxkompensator sein da drüben. Ja. Oh, da ist ein... Im Wilden Westen würde ich sagen ein Planierwagen, der kaputt ist. Oh, da liegt einer. Leichnam eines Abenteurers. Machete, Mana-Stein, Alpha-Cherki. Danke. Nicht schlecht. Aha, das los eigentlich, gell? Für den ja. Abenteurer. Okay, wo würde es hier lang gehen? War da ein Wegweiser? Nicht, oder? Nö. Hier ging es nach Osten. Wo dürften wir sein? Hier vielleicht. Das ja, hier in dem Bereich könnten wir sein. Da hinten ist irgendwas umzäuntes. Im Osten? Ja, ich bin da bei dir. Das wird die Festung sein. Auf der Karte. Nordöstlich vom Konfluxgebirge. Was meinst? Das ist bestimmt die Festung. Das wäre möglich. Sollen wir hinschauen? Mhm. Okay. Brauchst du einen Tee? Nö, momentan noch nicht. Bin bei 44. Ja. Ab wann hattest du dich erkältet? Ich habe nicht geschaut, ab wann. Ah ne, das ist nur so ein Tor. Also es kam auf jeden Fall die Meldung, dir ist kalt. Und das kam eine ganze Zeit lang und dann war die Erkältung da. Es ist nur so ein Tor. Pass auf die Fallen auf, ne? Falls da welche sind. Da geht's vermutlich zu der Brücke, denke ich. Ja, das ist die Brücke da drüben. Ah, okay. Oh, da unten steht einer oder nee? Nee, da ist er aufgehängt. Da hängt einer. Okay, ja, dann ist es. Dann war das die Kreuzung. Ja. Wenn wir weiter nach Süden laufen, dann müssen wir zum Fluxkompensator kommen. Ja. Wenn ich mir das genau anschaue. Wenn wir uns südöstlich halten von der Kreuzung, da scheint so ein kleiner Weg hochzuführen zum Fluxkompensator in so Serpentinen. Siehst du das genauso? Ja. Ja. Ja, dann schauen wir da hin. Bist du sicher, dass du keinen Tee willst? Ja, gib ja. Weil ich weiß auch nicht, wie lange der hält, ne? Ja. Ja, stimmt, da hast du recht, ja. So, ich werfe ab, Achtung. Liegt am Boden. Bitte, ne, ist der braune Gewürzkäfer hier. Gegen Kälte schützt, so. Jam, jam, jam. Drück mal U, was hat der für einen Bonus? 15 plus 15. 230 Sekunden noch. Okay, also 4 Minuten. Was macht deine Temperatur? Steigt. Gut.
Finde ich auch geil, ne? Dass ich den Tee hier mit mir rumtrage, der ist immer noch schön heiß. voll der Thermos-Rucksack hier. Thermorucksack. Das wäre mal eine gute Erfindung. Ja. Absolute Marktlücke. Haubis Thermorucksack. Müssen wir uns patentieren lassen, Aldi. Meinst du nicht, dass es schon sowas gibt? Weiß ich nicht. Also als Rucksack einen Thermoskanne, ja, aber Thermorucksack? Ja, da geht's einen Weg hoch hier. Da vorne ist ein Tor. Okay, was haben wir hier? Südwesten Festung Wendervell und Nordwesten Dorf Sierso. Ja, da kommen wir her. Da geht's zur Festung hier, ne? Da geht's zur Festung? Nee. Hier geht's zur Festung. Südwesten. Stimmt. Genau, hier ist dieser Aufgang zum Fluxkompensator. Ja. Was ist das da drüben? Da ist auch irgendwas. Eine Mine oder sowas, oder? Wenn wir dem Weg folgen würden, da wird es dann zur Festung gehen, schätzungsweise. Wir sind gerade hier. Festung ja. Wendervell ist aber ganz woanders. Ne? Ja, diesem Süden, ja. Wendervell sieht aus wie ein Torbogen und irgendwie sowas im Norden. Ja. Gehen wir zum Fluxkompensator. Das klingt gut. Und was das schön ist? Turmip. Turmip. Das war das, dieses Essen, oder? Gegen die Erkältung. Ja, genau. Da ist nochmal so ein Dingens, oder? Tumip? Nee, ist nur... Halt! Was war da? Ach, da kann ich Holz mitnehmen, okay. Das sieht schon beeindruckend aus, dieses Gebilde. Ja, was ist das da unten? Ein Malerstein, der da blinkt. Wo meinst du? Unten bei dem Baum hier, direkt vor uns. Da blinkt du lila. Du schimmerst lila durch. Siehst du das? Nee, ich sehe nichts. Das war so direkt. In welche Richtung meinst du jetzt? Direkt unter uns, dieser Baum. Direkt unter uns da. Da schimmert so ein bisschen ach, lila durch. Jetzt, jetzt sehe ich's. Ja, da muss ja irgendwie Mana-Stein oder irgendwie sowas sein. Naja. Mana-Steine haben wir schon. Naja. Haben wir schon alles. So ein Blödsinn. Ich huste schon wieder, sagt er. Ich höre nix. Na, ich auch nicht. Der simuliert nur. Voll der Simulant. Was ist hier? Sieht wieder aus wie so ein Lager. Da unten liegt irgendwas. Da ist noch ein Lager. Vorratsversteck. 6 Pfeile, 4 Kugeln und 3 Nägeleisen. Die eine Stolperfalle platziert werden können. Aha. Das ist wieder für unseren Fallenbeauftragten. Hier ist Öl. Und hier ist ein Mana-Stein. Nimmst du das Öl mit? Ja. Gut. Das Vogelnest hast du auch geräubert? Ja. Brav. So, dann muss es hier irgendwo weiter nach... Ja, hier geht's weiter, ja. Das ist die Serpentine. Ich glaube, wir kommen dem Aufgang schon ein Stückchen näher. So, links oder rechts, was meinst du? Ja, links. Links sieht vielversprechend aus. Ja? Okay. Mhm.
Also wieder ein Mana-Stein rechts. Ja. Hier ist nichts. Das ist eine Brücke. Die Brücke des Todes. Geht die hin? So, soll ich zuerst? Ja, ja, natürlich. Ich gehe zuerst. Okay, die Brücke hält, Alter. Du kannst kommen. Und auch keine Fallen diesmal. Heldenhafter Pfad. Oh Gott, ey, lass uns umkehren. Willst du da jetzt echt reinschauen? Was meinst du? Weiß nicht. Heldenhafter Pfad, das klingt so, ich weiß auch nicht, irgendwie, als wären wir da noch nicht so weit. Gar nicht nach uns. Das klingt nicht nach uns, nee. Also, reinschauen kostet ja nichts, ne? Wir können ja immer noch rausgehen. Genau. Okay. Und gute Nacht. Wenn das kein Fehler war. Ein falscher. Das kann was werden. Wow. Oh, schleichen. Geh mal auf Schleichmodus. Das ist wieder so. Das. Moment, ich sehe einen Eisenkolben, sehe ich. Da steht noch einer vor uns. Ja. Eben, der hat einen Eisenkolben. Und ist das eine Kutte, was der anhat? Das ist ein Magier. Das sieht so aus, ja. Nochmal wegdübeln. Ja. Oh, ja, ich kann nicht mit ihm reden. Ich dübeln weg, okay? Mhm. Zack, zack. Boah, Alter. Uiuiui. Da nützt dir deine ganze Magie auch nichts mehr. Gut, gute Nacht. Jawohl, und blutet schön. Und schön drauf. Boah. Voll weggebasht hier. Ah, verdammt. Eishexe. Die hat mir irgendwas verpasst. Schon wieder. Verlangsamung. Für 60 Sekunden Bewegungsgeschwindigkeit 25% verringert. Was war das, eine Eishexe? Ja. Was hat sie alles dabei gehabt? Die hatte dabei den komischen Mantel. Mhm. Die Arkane Robe. Mhm. Dann hatte sie dabei Mana-Stein. Und oh, hier kann man auch pennen. Müsste es gewesen sein, die müsste noch, kann das sein, noch ein Turm mit oder irgendwie sowas. Okay. Oder Leintuch, also auf jeden Fall nicht so die Welt. Und das hier? Und das damit interagieren? Nee. Nee. Kann man draufhauen, aber das hilft nichts. Wollen wir den Heldenpfad weiter beschreiten? Kann ich mich eine Stunde hinlegen? Warum? Gesundheit und so. Warte. Oder gut, wie bist du mit der Gesundheit? Warte, ich kann natürlich auch was essen. Ich bin voll. Du weißt was, ich esse einfach bloß was. Dafür haben wir es doch. Jo, also Heilungsbuff ist unterwegs, passt, wir können weitergehen. Okay, Lampe an. Achso, nee, Lampe aus. Besser gesagt. Was soll ich denn da aufklettern? Ja, mach die Lampe aus, ne? Ach, bist du schon weg? Okay. Gut. Ja, oh, da sind, was sind das für Viecher? Jesus, Zappalot. Oh, ein Grünling. Oh, oh. Haben die uns gesehen? Hoffentlich nicht. Und ein Rotling auch. Naja, hat uns gesehen. Scheiße. Na schön. Oh. Wow, was ist das denn, Alter? Keine Ahnung, irgendwas B. Da ist eine Bombe, schmeißt er. Irgendwas B. Ein alter Fernkämpfer, jawohl, da machen wir mit dem Bogen drauf. Oh, da kommt der andere Kollege. Aha.
Dübel, Dübel, Dübel und Dübel. Und Bash und Bash und Bash und Bash. Der ist kaputt. So, da kommt der andere. Achtung. Oh, ich bin vergiftet. Ich auch. Okay, Moment. Ich habe einen Entgiftungstränklein dabei. Ich lass für dich fallen. Ja. Liegt am Boden. Meine Erkältung ist weg übrigens. Klasse. Auch nicht schlecht. So, was hat er dabei? Ein Giftlappen, gewöhnlicher Pilz und dickes Öl. Na schön. Fast am Arsch, ey. Pilzhellebarde. Pilzhellebarde. Oh. Die Pilzhellebarde fügt den Gegnern Vergiften zu, mein Herr. Ach, jetzt wissen wir's. Nicht schlecht, nicht schlecht. Wäre das was für dich? Ja, würde ich wohl nehmen wollen, ja. Ja, ich schmeiße hin. Wie schön. Pilzhellebarde. Ganz schön pilzig. Ich droppe mal ein Fleisch, dass du ein bisschen heilen kannst. Ja, genau. Bitte. Okay. Das ist eine lustige Konstruktion hier. Irgendwie müssen wir da hochkommen. Das sieht mir fast wie ein Aufzug aus. Ach, Alter. Du alter Gierschlund. Oh, da fällt er um. Wie ein Sack. Weil er wieder, der Loot, Alter, ne? Er hat wieder eine Kiste gesehen. Blind vor Raffgier. Na, hallo, was ist denn das hier? Alter, du backst bei mir weg. Ja, ich bewege mich hier. Ich laufe in die Wand rein. Hör auf zu laufen. Geht nicht. Ich kann dich nicht wiederbeleben. Ich kann nichts machen. Ich kann dich nicht wiederbeleben. Es geht nicht. Ich kann dich nicht aufhelfen. Dir nicht aufhelfen. Was ist denn das? So ein Schlunz. Es geht nicht. Okay, ich glaube, ich muss mal das Areal verlassen, weil dann spawnst du. Ich loote mal schnell die Kiste, okay? Gepolsterte Rüstung ist drin, Sandalen, eine Laterne des Erkunders, Wässerchen und ein Turmi-Eintopf. Sehr schön. Das ist der langsame Erkältung halt. Schaut, dass man die Fallen auch nicht entschärfen kann, ne? Also ich gehe nochmal nach oben, oder, ich hoffe... Oder sieht. Ja, meine die Gier halt, ne? Bist du jetzt oben? Nee. Okay, dann gehe ich mal raus. Dann müsstest du hier spawnen. Ja. Dann hoffe ich, dass ich dich hier aufstellen kann. Da liegt der Boden. So, jawohl, da steht er auf. Super. Gut. Alles klar, Aldi. Alles klar. Hast du alles? Ich habe alles. Okay. Okay, nicht wieder reinrennen, ne? Mhm. Gut. Ich nehme mal das Erz hier mit. Oder die Eisenader, besser gesagt. Immer mal ein Licht anmachen, dass ein bisschen was sieht, ne? Sonst so dunkel hier. Was ist da? Ist gar nichts. Was haben wir hier? Auch nichts. Oh, da sind wieder Fallen. Hier drüben.
Okay, hier geht's weiter. Oh je. Also hier geht ein Weg nach Süden hinunter. Ja, hier ist auch was zum Interagieren. Ja, Moment. Fahrstuhl oder sowas. Ich schau kurz. Keine Ahnung, was das hier ist. Runtergefahren? Nee, ich bin gelaufen. Keine Ahnung, was das hier ist. Sieht fast irgendwie wie ein... Ah ne, das ist ein... Da ist eine Tür hier unten. Mhm. Ein Gatter. Lass mich raten, wir kommen nicht durch. Natürlich nicht. Kann von hier aus nicht geöffnet werden. Und dann auf dem Rückweg. Da drüben ist ein Hebel, auf der anderen Seite. Wahrscheinlich kann man es von da aufmachen. Ja, wahrscheinlich muss man mit dem Fahrstuhl runterfahren. Mhm, möglich, ja. Denk oben an die Falle. Ja, sowas vergisst man schnell. Nee, nicht wenn du einmal reingelaufen bist. Na, selbst dann. Also das... Naja. Wie kriegen wir den Fahrstuhl da runter? Da musst du nee, hier ist ein Fahrstuhl. Ja, dem kannst du interagieren. Ah, okay. Oh, da sind nochmal Fallen hier. Ja. Warst du auch, bist du dahinter auch noch gelaufen? Nein. Hier ist auch was zu interagieren. Zwei Hebel. Jetzt da lang. Hier geht's nach oben. Okay. Hier geht's nach unten. Oh, da ist wieder. Oh, da sind wieder. Halt. Ah, da kommt wieder so ein lustiger Roter. Achtung, ich bringe Freunde mit. Sehr gut, du hast den gleichen Vergiften verpasst. Jawohl, der ist kaputt. Hast du deinen Rucksack gedroppt, oder? Ich droppe den immer vom Kampf, ja. Okay. Achtung, da oben kommt der Vollpfosten. Er ist platt. So. Der Lump, der kann nix. Okay. Was ist hier oben Schönes? Was haben die Herrschaften bewacht? Nicht, oder was? Nicht? Hier geht's noch weiter. Sternpilz haben sie hier. Oh. Ah, jetzt hat er. Hier ist der Aufzug. Da sind Schuhe drin und Strohhut. Strohhut. Also ich habe auch aufgemacht, ja. Soll ich mitnehmen? Ich habe mehr Platz wahrscheinlich. Okay, ich nehme mit. Ja, drück mal so einen Hebel. Ah. Okay, so kriegen wir den Aufzug runter. Ja, okay. Und mit dem anderen Hebel, Moment. Da kommt er wieder hoch. Es würde aber noch weiter nach oben gehen, ne? Drück mal deinen nochmal, den du gedrückt. Nee. Achso. Drück mal beide nach oben. Dann geht er ja ganz hoch. Okay. Vermutlich muss einer hier bleiben dann, ja. Oder, wie? Ah, oder innen ist ein Hebel im Aufzug, ich weiß es nicht. Das kann auch sein, ja. Bei dem anderen ist innen drin ein Hebel. Willst du mal runterlaufen zu dem und schauen? Ich lasse dich dann hoch. Ey, dann kannst du alleine hier das Ding ja gar nicht lösen, oder?
Wenn du alleine bist? Wahrscheinlich nicht, ne? Denk an die Falle da unten, Alter. Ja, ja, ja. Trinke da dabei mal einen Schluck Wasser. Also hier in dem einen Fahrstuhl ist ein Hebel drin. Und hier, bei dir? Moment, ich bin drin. Da ist keiner drin. Okay, ich lass dich mal hoch. Ja. Kuckuck. Kuckuck, Alter. Meine Laterne ist was ausgebrannt, ich mach sie mal aus. Okay, schau mal, ob du da was rauskriegst da drüben. Ist da irgendwas? Fahr ich da hin? Ist da nix, oder? Komm ich nicht hin. Okay, dann ist es wahrscheinlich nur so, dass es schön ausschaut. Ja. Okay. Ich war lass... hoch. Ja. Okay, hier ist der Ausgang. Okay. Und noch eine weitere. Noch eine weitere Räume. Okay. Hm. Wie komme ich jetzt da hoch? Ich muss den anderen Aufzug nehmen, oder? Dicke, da geht nur runter. Oder? Nochmal, ich lass dich nochmal runter und dann gehen wir den anderen Weg gemeinsam, ja. Und den lassen wir nach oben. Ja. Sehr spannend. Ja, irgendwie schon. Bist du draußen? Ja. Okay, dann lass ich nochmal hoch. So, Flamme an. Boah, gerade noch hier die Falle gesehen, fast reingelatscht. Hast du die Falle hier oben gesehen? Ja. Hast du nichts gesagt, oder? Ich dachte, du hast sie gesehen. Nee, ich habe sie nicht gesehen. Okay. Hier geht auch noch, hinter dem Aufzug, hier geht auch noch ein bisschen was runter, ne? Ein Weg. Ja. Hier, oder was? Hier. Okay. Warte mal. Aldi. Folgenpause. Wir machen eine Folgenpause. Wir sagen vielen Dank fürs Dabeisein hier bei Outward. Beim nächsten Mal geht der Wahnsinn weiter. Bis dann. Bis neulich.